Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fit mit richtig geilem Shirt wieder am Start. Ich habe einfach fantastische Laune. Das Wetter ist super genial und deshalb dachte ich mir, nehme ich euch mal mit zu meinem Hauptsport, nehme ich euch mal mit auf eine kleine Longboard-Tour. Jetzt seit ungefähr 2 Jahren mit dem Brett und ich kann euch sagen, am Anfang habe ich nach 1 Kilometer schon Schmerzen in den Beinen gehabt und jetzt schaffe ich es mittlerweile auch über 100 Kilometer am Stück zu fahren. Ich finde, es ist eine wirklich fantastische Steigerung. Mir macht es unheimlich viel Spaß und deshalb nehme ich auch diesen Sommer wieder an einigen Events teil. Ob es der Longboard Marathon ist, ob es der Ultra Skate ist, was ein ziemlich hartes Event in den Niederlanden sein wird im Sommer, bei dem wir 24 Stunden am Stück Longboard fahren. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 24 Stunden am Stück. Mein Ziel ist es, die 200 Meilen zu knacken. Dafür muss ich natürlich noch ordentlich trainieren, was ich jetzt auch mache. Da brauche ich auf jeden Fall ordentlich Muckis in den Beinen. Da muss ich auf jeden Fall ordentlich noch was an Ausdauer dazu gewinnen. Ist einfach so vielseitig. Man kann so viel machen, ob es das Dancen ist, ob es das lange Tourenfahren ist, ob es das Tricksen ist, ob es das den Berg runterrasen ist. Dafür gibt es natürlich auch noch einzelne Fachbegriffe. Ich finde es einfach mega genial, die Fahrradwege in Berlin und Brandenburg zu nutzen. Wir haben hier fantastischen Asphalt, wir haben hier geile Natur, richtig geile Fahrradwege. Also es macht wirklich Spaß und ich kann Freunde mitnehmen, ob die mit Inline-Skates unterwegs sind, mit dem Fahrrad oder sich selber auf dem Brett stellen, sich eins von mir leihen oder selber auch Longboarder sind. Oder fahr auch alleine, mache ich auch unheimlich gern. Einfach die Natur ein bisschen genießen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen abschalten. Und ja, meine Standardtouren liegen so immer so zwischen 20 bis 40 Kilometer. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, fahre ich auch gern mal mehr. Wie ich schon erwähnt habe, über 100 war natürlich auch schon drin. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Geht raus, nutzt die Fahrradwege, die euch gegeben sind. Es gibt so viele geile Wege. Geht raus, fahrt Inline-Skates, fahrt Longboard, macht einfach was. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar Videos zum Longboarding rausbringen, weil ich davon ein bisschen mehr Ahnung habe und mein Wissen natürlich teilen möchte und einfach weiß, dass die Qualität vieler Tutorials bei YouTube zum Thema Longboard nicht so prickelnd sind. Und ja, freut euch auf jeden Fall drauf, da wird es ein paar Videos geben und ich werde jetzt weiterfahren. Nehmt euch mit, schaut es euch an, habt Spaß, wir sehen uns! So, wie ihr hier seht, habe ich das Ganze natürlich getrackt. Leider ist es nur die Rücktour gewesen, weil ich es auf der Hintour verpeilt habe. Deshalb bin ich nicht 10,5 Kilometer gefahren, sondern so ungefähr 21. Habe 34 Minuten für die Tour gebraucht, für das Stückchen zurück. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, dass ich zwischendurch ein bisschen gefilmt habe. Also vielleicht war ich doch noch ein kleines bisschen schneller, war aber eine ganz entspannte Tour. 24 km/h Maximalgeschwindigkeit. Weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Ja, Gesamtdauer, ein bisschen Pausen hat er abgezogen. Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h. Ist halt wirklich eine entspannte Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt einen Marathon fahre, komplett durchziehe und alles gebe, dann fahre ich natürlich ein bisschen schneller. Aber so ist es ganz gechillt. Hier sieht man noch ganz cool die Route. Also wie ihr seht, das ist nur die Rücktour, nicht der Weg hin. Deshalb auf jeden Fall, Leute, fit mit Longboarden. Geht raus, nutzt das Wetter, nutzt die Fahrradwege hier und zieht durch, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.